jetzt das gekommen, was ich wollte. Es geht nochmal darum, wenn ich mir meinen Schaltplan gezeichnet habe, hier in diesem Fall wollte ich mir eine Reihenschaltung bauen, dann ordne ich meine, das ist ein Schalter, meine Bauelemente so an, dass ich sagen kann, jawohl, und so kann ich loslegen. Dann schnappe ich mir meine Drähte und dann sage ich, warte mal. Jetzt kommt meine Spannungsquelle, die ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, ich habe Batterien hintereinander geschaltet. Ich hatte ja gesagt, wir fangen an vom Schalter zur Spannungsquelle. Dass die jetzt mal hier hinten angeschlossen wird, ist nicht ganz so wichtig. Ich zeige euch später mal, was das mit solchen reingeschalteten Batterien auf sich hat, wie das funktioniert, wie man da die Spannung erhöhen kann. Dann hatte ich gesagt, gut, vom Schalter, der ist ja jetzt, dieser Kontakt gilt jetzt mal nicht, sondern der Kontakt, der ist spannend, der schließt jetzt meinen Stromkreis. Jetzt sage ich vom Schalter zur ersten Lampe. Guck auf meinen Plan, von der ersten Lampe, von dem Anschluss der ersten Lampe zum Anschluss der nächsten Lampe. Wenn ich das habe, sage ich, warte, auf den Plan geguckt und jetzt verbinde ich die beiden Lampen. Immer die Anschlüsse nehmen. Die Lampen selber nicht, ne, sondern die Anschlüsse. Ihr nehmt da wahrscheinlich Stecker. Und dann sage ich so, und wo muss das hin? Ach, zur Spannungsquelle. Gut, dann schließe ich das hier an der Lampe an, gucke auf meinen Plan und sage, zur Spannungsquelle. Und jetzt probieren wir mal, ob alles funktioniert. Und siehe da, es glimmt. Weshalb das nicht so hell ist, ich hoffe, man sieht den Unterschied, weshalb das nicht so hell ist, das können wir dann klären, das machen wir dann anders, auch mit anderen Anordnungen, mit anderen Spannungen und so weiter. Das ist typisch Reihenschaltung. Hier teilen sich die Spannungen auf. Das heißt, jede Lampe hat nicht so viel. Kann man sehr schön mit Lampen machen, wir können dann auch später messen und so weiter. Aber ich denke mal, das müsste es gewesen sein. So baut man Schaltungen auf.